Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Später. Aktualisiere die Dentaldaten der Crew. Cerberus-Personal hat ausnahmslos Cyanidkapseln in den Backenzähnen. Primitiv. Blendgranaten im Augennerv sind schwieriger zu entschärfen. Noch etwas? Zurück an die Arbeit. Bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ich habe die Berichte über Horizon gelesen, Commander. Was Sie dort getan haben, war ganz erstaunlich. In dem Bericht stand, dass Kaidan Alenko dort war. Wie ist es gelaufen? Es war schön, ihn zu sehen. Hegen Sie starke Gefühle für ihn? Würde es Sie stören, wenn es so wäre, Kelly? Nein, ich sorge nur dafür, dass mein Commander nicht durchdreht. Ich versuche nicht, eine Freundin zu sein oder sowas. Wie auch immer, wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Sie haben ungelesene Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal. Agentin Lawson würde gerne in Ihrer Station auf dem Crewdeck mit Ihnen sprechen. Agent Taylor würde gerne drüben in der Waffenkammer mit Ihnen sprechen. Noch etwas, Commander? Das wäre alles. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Eingehende Nachricht von Admiral Stephen Hackett, Allianz Hauptquartier. Commander Shepard, ich muss mit Ihnen eine heikle Angelegenheit unter vier Augen besprechen. Ich gehe in meinem Quartier ran. Commander, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich mache es kurz. Wir haben eine Undercover-Agentin im batterianischen Sektor. Sie heißt Dr. Amanda Kenson. Dr. Kenson hat vor kurzem gemeldet, sie sei auf einen Beweis für eine bevorstehende Reaper-Invasion gestoßen. Warum rufen Sie dann mich an? Heute Morgen habe ich erfahren, dass die Batterianer sie verhaftet haben. Sie wird in einem geheimen Gefängnisaußenposten wegen Terrorismus festgehalten. Sie müssen in das Gefängnis eindringen und sie rausholen. Und tun Sie mir den Gefallen und erledigen Sie das alleine. Ich habe eine verdammt gute Truppe. Die würde mir bestimmt helfen. Kenson und ich sind befreundet. Wenn die Batterianer einen Trupp bewaffneter Soldaten sehen, bringen sie sie um. Die Lage ist ernst, Commander. Gehen Sie allein oder lassen Sie es ganz bleiben. Was macht Dr. Kenson eigentlich da draußen? Sie ist eine Undercover-Agentin, Shepard. Wir haben so wenig Kontakt wie möglich. Angeblich ist sie einem Gerücht nachgegangen, dass sich in dem System ein Reaper-Artefakt befindet. Laut ihrem letzten Bericht hat sie es gefunden. Was können Sie mir sonst noch über die Agentin erzählen? Amanda ist eine Top-Wissenschaftlerin und Allianz-Agentin, die im batterianischen Sektor operiert. Ein riskanter Auftrag, und sie ist eine der wenigen, die ihm gewachsen ist. Ich kenne sie schon ziemlich lange, Commander. Ich lasse sie nicht in einem batterianischen Folterknast verrotten. Ich dachte, die Allianz leugnet die Reaper-Bedrohung. Muss ja ein ziemlich eindeutiger Beweis sein. Kensons Team hat im batterianischen Sektor ein Artefakt gefunden. Sie glaubt, dass es ein Gerät der Reaper ist und beweist, dass sie tatsächlich eine Invasion planen. Ich kenne sie schon lange. Wenn sie von einem Beweis spricht, sollte man der Sache nachgehen. Es wird den Batterianern nicht gefallen, wenn die Allianz in ein geheimes Gefängnis einbricht. Das ist keine Allianz-Operation. Da rettet lediglich eine Einzelperson aus Freundschaft eine andere. Wäre das Ganze eine offizielle Mission, wären die Batterianer natürlich stinksauer. Bleiben Sie diskret, Shepard, dann gibt es keinen Anlass zur Sorge. Ich räume der Sache Vorrang ein. Das Gefängnis ist unterirdisch in einem batterianischen Außenposten auf Aratot.
Ich lade jetzt die Koordinaten hoch. Sobald sie in Sicherheit ist, überprüfen Sie Ihre Entdeckung. Besprechung nach Ihrer Rückkehr. Verstanden. Hackett Ende. Miranda möchte Sie sehen, Commander. Hey, Commander. Schon ziemlich verrückt, was für Leute einem hier draußen so über den Weg laufen, was? Ich meine, es war vermutlich abgekartet oder so, aber trotzdem hat es gut getan, Kaidan wiederzusehen. Staff Commander Alenko, oder nicht? Er liebt sein Leben, das kann ich ihm nicht verübeln. Er stand an ihrer Seite, als es gegen einen Reaper ging, und jetzt soll ich dabei helfen, die Galaxie zu retten? Hat da jemand unsere Akten vertauscht? Sie sind derjenige, der hier alles zusammenhält, Joker. Ja, und das ist scheiße, das kann ich Ihnen sagen. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Im Moment schon. Hab mir am Stummschalter den Daumen gebrochen, aber ich glaube, jetzt ist alles klar. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Commander, tut mir leid, ich bin ein wenig unkonzentriert. Eine persönliche Sache, wird aber meine Pflicht nicht beeinträchtigen. Der Yeoman sagte, Sie wollten mich sprechen. Worum geht es, Jacob? Wie gesagt, es ist eine persönliche Sache. Ich will unsere Zeit nicht vergeuden, wenn sich das Ganze als fruchtloses Unternehmen herausstellt. Aber... Nun, ich habe neulich Nacht Nachrichten von einem Geist erhalten. Familie. Ich höre. Mein persönliches Log erhielt eine Meldung über die Hugo Gernsback, das Schiff, auf dem mein Vater gedient hat. Es hat letzte Woche ein SOS-Signal gesendet, dass es abgestürzt ist und nun Rettung anfordert. Shepard, dieses Schiff ist vor 10 Jahren verschwunden. Ich hatte davor 3 Jahre lang keinen Kontakt mehr zu meinem Vater. Ich habe alles, außer seine Leiche, begraben. Es könnte einfach nur ein automatisches Notsignal sein. Es ist immerhin schon sehr lange her. Ich hätte erwartet, dass Sie aufgeregter sind. Immerhin ist Ihr Vater möglicherweise noch am Leben. Ich habe ihn zu selten gesehen, um schlechte Erinnerungen an ihn zu haben. Es ist eine alte, gut verheilte Wunde. Aber wenn er wirklich noch lebt und Hilfe braucht... Ich möchte noch erwähnen, dass es nicht dem Protokoll entspricht, Notsignale zu Normandy weiterzuleiten. Dieses ging über die Cerberus-Filter an mein persönliches Log. Gibt es einen Hinweis, dass das Ganze mit Cerberus zu tun hatte? Wer hat Ihnen das Signal geschickt? Ich bezweifle, dass der Unbekannte eine Operation so lange ruhen lassen würde. Wenn es eine Verbindung gibt, geht es vermutlich nur um Geld. Cerberus unterhält zahlreiche Unternehmen, um Projekte zu finanzieren wie... Naja, wie Sie. Und wer immer mir das geschickt hat, hat seine Spuren verwischt. Vielleicht will er, dass ich ihm nun einen Gefallen tue. Oder er will mich in eine emotionale Zwangslage versetzen. Wer weiß das bei solchen Typen schon? Kamen Sie nicht gut mit Ihrem Vater aus? Er hat sich für nichts entschuldigt, so viel steht fest. Man soll zu seinen Fehlern stehen, selbst wenn man sie danach noch öfter wiederholt. Wie auch immer, unsere Probleme waren in einem anderen Leben. Ich habe 10 Jahre gebraucht, um heute hier zu sein. Und was mich betrifft, ist er nach wie vor ein Geist. Erzählen Sie mir von der Hugo Gernsback und ihrer Aufgabe. Fregatte in Privatbesitz. Als sie verschwand, habe ich mir die Missionspapiere angesehen.
Nichts Besonderes. Typische Operation. Forschung und Abbau. Man findet einen unerforschten Planeten, steckt einen Claim ab und baut dann schnellstmöglich so viel Präsenz wie möglich auf, um die Konkurrenz auszuschalten. Ich denke, wir können uns das erlauben. Geben Sie die Koordinaten an Joker weiter. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Ich rechne zwar nur mit alten Knochen, aber es wäre gut, den Fall endlich zu den Akten legen zu können. Miranda möchte Sie sehen, Commander. Ich habe gerade eine Nachricht von meiner Frau bekommen. Seitdem höre ich mir ständig das Lachen meiner Tochter an. Das ist so niedlich. Nach dieser Mission kriegt sie von mir die längste Umarmung aller Zeiten. Die Leute reden da draußen. Und ich höre alles. Joker und Edie sind wie ein altes Ehepaar. Eines Tages werde ich reinkommen und die beiden streiten über die Temperatur im Cockpit. Edie hat einen kranken Sinn für Humor. Oder sollte ich sagen, es ist witzig, dass sie keinen hat? Manchmal kommt sie mir vor wie ein Mensch. Aber letztlich bleibt sie dann doch ein Computer. Shepard, ich bin in der unangenehmen Lage, Sie um Hilfe bitten zu müssen. Ich bespreche ungern persönliche Angelegenheiten, aber es ist wichtig. Miranda, Sie gehören zu meiner Crew. Was beschäftigt Sie? Sie erinnern sich doch, dass ich erzählt habe, mein Vater wolle eine Dynastie errichten? Es gab noch einen Grund, warum ich Cerberus um Schutz gebeten habe. Ich habe eine Schwester. Wir sind Zwillinge. Und sie verfolgt er immer noch. Dank Cerberus war sie sicher. Bis jetzt. Sie lebt ein ganz normales Leben auf Ilium. Sicher und weit weg von meinem Vater. Sie glauben also, dass Ihr Vater sie aufgespürt hat? Genau, Commander. Meinen Quellen zufolge weiß er, dass sie auf Ilium ist. Ich wollte sie verstecken, ohne Einfluss auf ihr Leben zu nehmen, aber jetzt kann ich das nicht mehr. Er ist schon zu nah an ihr dran. Ich muss die Familie meiner Schwester umsiedeln, bevor es zu spät ist. Was wissen Sie über Ihre Schwester? Sie ist mein genetischer Zwilling. Wir sind identisch. Aber sie verdient ein normales Leben. Und das wird sie auch bekommen, koste es, was es wolle. Weiß die Familie Ihrer Schwester davon? Ist sie mit der Umsiedlung einverstanden? Sie wissen nichts. Sie haben mit all dem nichts zu tun. Sind völlig normal. Ich habe Cerberus informiert und sie werden eine einleuchtende Begründung für die Umsiedlung finden. Was soll ich dabei tun? Mein Vater ist extrem hartnäckig. Ich möchte auf Ilium sein, wenn Cerberus die Familie umsiedelt, um dafür zu sorgen, dass ihr keiner seiner Agenten zu nahe kommt. Mein Kontakt heißt Lanteia. Sie wartet in der Lounge bei der Andockbucht von Nos Astra auf uns. Ich habe schon lange nicht mehr so gut gegessen. Ich hätte nicht gedacht, dass Rupert es wirklich kann. Shepard, brauchen Sie was? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kann das warten? Ich stecke gerade mitten in ein paar Kalibrierungen. Wir reden später, Garrus. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen.
Shepard. Ich wollte nur sehen, ob Sie sich ordentlich einleben. Die Stellung ist zu offen, nicht genug Deckung, zu wenig Panzerung. Warlord Grant würde zuerst die schwere Fracht zerstören und sich dann auf die Triebwerke konzentrieren. Jedenfalls stellen die Bilder aus dem Tank die Schiffe der Menschen so dar. Das war im Tank mein Lernprozess. Alte Bilder statt Erinnerungen. Als würde man einem Kind ein Buch zeigen. Merkt ihr das? Ein Bild nach dem anderen. Aber keine Hilfe, wie man daraus etwas zieht, was einen weiterbringt. Was für andere Informationen über Menschen schwimmen da noch so herum? Weniger als einen Finger tief kann man die Wirbelsäule spalten. Sie sind weich. Solarianer, Asari, alle weich. Quarianer weniger. Bei Turianern muss man zur Klinge greifen, vermute ich. Sinn sehe ich in all dem jedoch nicht. Aber man kann dann reinsehen. Ach, vergessen Sie's. Irgendetwas muss Sie antreiben. Genetisch betrachtet kann man nicht mehr Kroganer sein als Sie. Ich sehe Leid. Die Toten und mein Gedanke ist schwach. Ich soll stark sein. Ich entstamme Tausenden, die würdiger waren. Die Toten waren schwach. Wären sie stark gewesen, würde man mich nicht brauchen. Ich weiß nicht, warum Okir mir beibringen wollte. Als er den Tank zum ersten Mal eingeschaltet hat, habe ich geschrien. Schwach und erbärmlich. Sie haben also klein angefangen. Aber daraus sind sie geworden, wie sie jetzt sind. Nicht viele bekommen so eine Chance. Ich wurde stark gemacht, habe es mir aber nicht verdient. Ich bin einfach nur. Die Toten waren stark genug, es zu versuchen, auch wenn sie verloren haben. Der perfekte Kroganer, ohne Wissen, wie ich dazu wurde. Darin liegt keine Stärke. Ich werde mir genau ansehen, was den Kroganern widerfahren ist. Und einen Grund finden, damit es mich etwas angeht. Alles grün auf der Anzeigetafel. Die vorderen Tanks sind rund und prall. Reden Sie von der Normandy oder von Miranda? Ich rede über die, die bedeckt und geschützt sind, nicht über die, die im Wind wippen. Ich weiß ja nicht. Die Uniform von Agentin Lawson ist schon sehr offiziell. Da geht bei mir automatisch alles in Halb-Acht-Stellung. Sie sind so ein Macho. Hey. Erzählen Sie mir etwas über sich, das ich noch nicht weiß. Da gibt's nichts zu erzählen. Warum? Ich möchte mehr wissen. Und vorher gehe ich nicht weg. Ich bin hier, um für Sie zu kämpfen. Dafür müssen wir nicht befreundet sein. Aber wie auch immer. Irgendwas, das Sie nicht wissen, oder? Was offensichtlich ist, wie was mit meiner Tinte los ist. Oder was anderes, das genauso langweilig ist? Es interessiert Sie doch gar nicht, wenn es Sie nicht selbst betrifft. Ich habe diese Scheiße schon so oft erlebt. Ich könnte es doch ernst meinen. Wie wollen Sie das ausschließen? Ich habe Augen im Kopf und schon einiges erlebt. Sie wenden sich ab, sobald Sie rauskriegen, dass Sie nicht die Erste sind und ich gegen Ihre Hilfe immun bin. Okay, gekauft. Was hat es mit den Tätowierungen auf sich? Manche stehen für Gefängnisse, in denen ich war, andere für erledigte Feinde. Sie wissen schon, die Guten. Manche stehen für das, was ich verloren habe. Aber die gehen Sie nichts an. Die gehen niemanden was an. Und manche sind... Hey, warum eigentlich nicht? Sie arbeiten ziemlich hart daran, niemanden an sich ranzulassen. Ich habe viele Leute kennengelernt. Aber Freund oder Freundin hatte ich nie. Das ist nur Zeitverschwendung und funktioniert sowieso nicht. Wenn dir jemand so nahe kommt, heißt das nur, dass ihm ein kürzeres Messer reicht. Einsam und am Leben ist mir viel lieber. Besten Dank. Sie scheinen es mehr zu vermissen, als Sie zugeben wollen. Sie können mir die Worte im Mund rumdrehen, wie Sie wollen. Deswegen funktioniert die Galaxie trotzdem nicht anders. Die sind doch auch ganz schön rumgekommen. Sie sind hart, doch Sie können so viele Jahre nicht allein überlebt haben. Am Anfang war ich mit einem Mädchen namens Manara und ihrem Freund unterwegs. Sie kannten sich aus. Ich dachte, sie würden mir helfen. Von wegen. Sie halfen mir in ihr Bett. Und als wir endlich mal größer absahnten, haben sie meinen Anteil eingeschoben. Ich wusste, worauf es hinauslief. Und kam ihnen zuvor. Seitdem habe ich mich nie mehr um Freunde bemüht.
Klingt nach egoistischen Arschlöchern, aber das heißt nicht, dass sie töten wollten. Ich hab's gespürt. Beweise waren nicht nötig. Ich hab das Richtige getan. Ich tue immer das Richtige, wenn Leute mich verarschen. Das sollten Sie nicht vergessen. Ich muss gehen, aber wir sollten das fortsetzen. Moment. Jetzt hab ich mal eine Frage. An diesem Punkt sind die meisten schon weg. Warum wollen Sie das alles wirklich wissen? Worum geht's hier, Shepard? Ich habe noch nie jemanden wie Sie getroffen. Wie auch immer. Letztlich geht's nur darum, wie viel Sie verkraften. So ist es immer. Später, Shepard. Keine Nachrichten für Sie, Commander.